wie Kirche. Laudes, das Morgengebet. Dienstag, 12. März. Hier ist Oliver Kelch. Wir beten gemeinsam was? Jo, die Laudes. O Gott, komm mir zu Hilfe. Sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Wie liebst du mich doch, mein Gott, du meine Liebe? Wie liebst du mich, indem du immer und überall meiner gedenkst, immer und überall auf das Heil des Bedürftigen und Armen bedacht bist? Nicht nur übermütigen Menschen, sondern auch Engeln in der Höhe gegenüber. Im Himmel wie auf Erden richtest du, o Herr, die mir Schaden zufügen und bezwingst, die wider mich kämpfen. Allerorts kommst du mir zu Hilfe, allerorts stehst du mir bei, allerorts bist du zu meiner Rechten, damit ich nicht wanke. Dafür will ich den Herrn preisen mein Leben lang. Ich will meinen Gott Lob singen, solange ich bin. Psalm 102, die Verse 12 bis 23. Meine Tage schwinden dahin wie Schatten, ich verdorre wie Gras, du aber, Herr, du thronst für immer und ewig. Dein Name dauert von Geschlecht zu Geschlecht. Du wirst dich erheben, dich über Zion erbarmen, denn es ist Zeit, ihm gnädig zu sein. Die Stunde ist da. An Zions Steinen hängt das Herz deiner Knechte, um seine Trümmer tragen sie Leid. Dann fürchten die Völker den Namen des Herrn und alle Könige der Erde deine Herrlichkeit. Denn der Herr baut Zion wieder auf und erscheint in all seiner Herrlichkeit. Er wendet sich dem Gebet der Verlassenen zu, ihre Bitten verschmäht er nicht. Dies sei aufgeschrieben für das kommende Geschlecht, damit das Volk, das noch erschaffen wird, den Herrn lobpreise. Denn der Herr schaut herab aus heiliger Höhe. Vom Himmel blickt er auf die Erde nieder. Er will auf das Seufzen der Gefangenen hören und alle befreien, die dem Tod geweiht sind, damit sie den Namen des Herrn auf dem Zion verkünden und sein Lob in Jerusalem. Wenn sich dort Königreiche und Völker versammeln, um den Herrn zu ehren. Ehre sei dem Vater und dem Sohn
und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Du, unser Gott, es ist Zeit, deinen Dienerinnen und Dienern gnädig zu sein. Wende dich dem Gebet der Verlassenen zu, verschmähe ihre Bitten nicht. Die Lesung vom heutigen Tage klingt wie folgt. Über eure Lippen komme kein böses Wort, sondern nur ein gutes, das den, der es braucht, stärkt und dem, der es hört, Nutzen bringt. Beleidigt nicht den Heiligen Geist Gottes, dessen Siegel ihr tragt für den Tag der Erlösung. Jede Art von Bitterkeit, Wut, Zorn, Geschrei und Lästerung und alles Böse verbannt aus eurer Mitte. Seid gütig zueinander, seid barmherzig, vergebt einander, weil auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Wort des lebendigen Gottes. Das Benediktus beginnen wir mit dem Antiphon. Der Mann, der mich geheilt hat, sagte zu mir: Steh auf, nimm deine Matte und geh. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung geschaffen. Er hat uns einen starken Retter erweckt im Hause seines Knechtes David. So hat er verheißen von alters her durch den Mund seiner heiligen Propheten. Er hat uns errettet vor unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen. Er hat das Erbarmen mit den Vätern an uns vollendet und an seinen heiligen Bund gedacht, an den Eid, den er unserem Vater Abraham geschworen hat. Er hat uns geschenkt, dass wir, aus Feindes Hand befreit, ihm furchtlos dienen in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinem Angesicht all unsere Tage. Und du, Kind, wirst Prophet des Höchsten heißen, denn du wirst dem Herrn vorangehen und ihm den Weg bereiten. Du wirst sein Volk mit der Erfahrung des Heils beschenken in der Vergebung der Sünden. Durch die barmherzige Liebe unseres Gottes wird uns besuchen das aufstrahlende Licht aus der Höhe, um allen zu leuchten, die in Finsternis sitzen und im Schatten des Todes, und unsere Schritte zu lenken auf den Weg des Friedens. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Der Mann, der mich geheilt hat, sagte zu mir: Steh auf, nimm deine Matte und geh. Jesus, du lässt die Deinen teilhaben an deinem Leben. Wir bitten dich, bring die Kraft deiner Liebe in uns zur Entfaltung, dass wir dein Evangelium überzeugend verkünden, dass wir niemandem Böses mit Bösem vergelten, dass wir den Verzweifelten und Verletzten beistehen und ihnen aufhelfen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn. Amen. Sicherlich hat der ein oder andere von euch auch irgendwelche Bitten im Herzen. Die legen wir nun vor Gott in dem Gebet, das uns der Herr zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unserem Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich danke euch, dass ihr mit mir gemeinsam die Laudes gefeiert habt. Und wenn ihr noch weitere Infos zum Beispiel aus der Stadtkirche Recklinghausen wünscht, ist das kein Problem. Heute Nachmittag startet die Premiere von Keyboard. Gleich am Ende dieses Podcasts gibt es dazu nochmal einen Trailer. Das neue Nachrichtenmagazin für die Stadtkirche in Recklinghausen, einmal im Monat mit mir. Ich freue mich, wenn ihr reinhört und es bei Gefallen auch gerne weiterempfehlt. Ich bin davon überzeugt, dass es euch gefällt. Nun, erstmal der Segen Gottes. Lasst uns beten. Barmherziger Gott, diese heilige Zeit der Buße und des Gebets machen unsere Herzen bereit, die Ostergnade zu empfangen und das Lob des Erlösers zu verkünden, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Und so segne uns der Herr, er bewahre uns vor Unheil und er führe uns zum ewigen Leben.
Keyboard, Magazin und Töne der Stadtkirche Recklinghausen. Grüß euch, ich bin Oliver Kelch, Diakonatsbewerber der Stadt Recklinghausen. Keyboard, das ist euer neues Magazin mit News und Tönen aus der Stadtkirche. Die Propsteipfarrei St. Peter, die Pfarrei Liebfrauen, die Pfarrei St. Antonius. Die haben eine Menge zu bieten an Terminen, News und Tipps und die finden hier ab sofort ihren Platz. Nicht nur die Kirchengemeinden kommen bei uns zu Wort. Nein, in den Reportagen, Interviews und News gibt es natürlich auch die Vereine, Verbände, Einrichtungen, Organisationen der katholischen Kirche hier bei uns in der Stadt. Keyboard entsteht im Rahmen meiner Ausbildung zum Diakon als sogenanntes Praxisprojekt. Ich freue mich, wenn ihr uns hört und uns weiterempfehlt. Also, wir hören uns bei Keyboard, dem neuen kirchlichen Magazin der katholischen Kirchen in Recklinghausen.